Yo, es gab's und willkommen zu einer neuen Runde Kurski. Heute mache ich erstmal nur eine Runde, denke ich, denn das Video muss recht schnell sein. Und zwar bin ich eben. Oh, wo ist der Typ da? Da ist er. Und zwar bin ich eben gleich noch was essen mit ein paar Leuten. Und ja, deswegen spiele ich auch eben Quick Survival Games. Ich hoffe, die Runde geht nicht allzu lange. Und. So, dann haben wir auch gekriegt. Alter, ich hatte auch nur einen Goldharnisch. Der hatte schon. Ich glaube, er hatte Full Iron. Jetzt haben wir eine Angel. Schönes Ding. Und übrigens, die Sounds, die ihr gerade hört, das ist vom Resource Pack. Das ist nicht von mir. Das ist das Rex 3K Pick. Den könnt ihr euch selber runterladen. Dann hört ihr das. Nur, falls wieder irgendwelche. Ja. Irgendwelche Leute ankommen und mich deswegen beschuldigen. Ja, auf jeden Fall ist eben so, dass ich in diesem Video ein bisschen über die Gamescom reden wollte. Und zwar eben, wann ich da bin und ob ihr mich treffen könnt und wenn ja, wo. Und zwar bin ich eben wie letztes Jahr alle Tage auf der Gamescom, also Donnerstag bis Sonntag. Wie habe ich den Kill gerade bekommen? Und den auch noch. Und zwar bin ich, ja, wie gesagt, alle Tage auf der Gamescom, das heißt Donnerstag bis Sonntag. Und Mittwoch ist eben dieser Fachbesuchertag, das ist eben heute. Und da habe ich eben kein Ticket für bekommen, von daher. Ja, bin ich da eben heute nicht gewesen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Tage. Wird bestimmt ziemlich nice, vielleicht auch ein paar von euch zu treffen. Aber auf jeden Fall ein paar Leute wieder zu treffen. Und natürlich Games anzuzocken und zum Beispiel den neuen Overwatch-Kurzfilm zu sehen, der ja morgen um 18 Uhr, glaube ich, auf der Bühne da gezeigt wird. Wird ziemlich geil. Ich bin nämlich ziemlich Overwatch-interessiert in den letzten Tagen. Und morgen endet auch die Season. Da bin ich ziemlich gespannt auf meine Punkte. Also diese Ranglistenpunkte. Die Overwatch spielen, werden wissen, was ich meine. Und ja, auf jeden Fall werde ich eben immer auf Twitter posten, wo ich gerade so zu finden bin. Also euch da so up to date halten, falls ihr mich treffen wollt oder sonstiges. Kann auch sein, dass manche keinen Bock auf mich haben. Von daher, ja, wie gesagt, falls ihr Bock habt, mich zu treffen, dann werde ich es auf Twitter posten. Und ich werde, denke ich mal, auch manchmal in der Halle 8 sein. Das ist eben immer so dieser Treffpunkt letztes Jahr gewesen. Und ich denke auch die Jahre davor, wo YouTuber eben so, ja, Treffen gemacht haben, wo man zum Beispiel eine Bilder mit dem machen konnte oder sonstiges. Ich habe letztes Jahr auch ein Treffen, das war ziemlich geil, sondern mal ja, ein fettes Applaus an alle, die letztes Jahr gekommen sind. Das war echt eine Riesenmenge, also hat mich mehr gefreut. Aber ja, dieses Jahr möchte ich es einfach ein bisschen chilliger angehen, weil es hat letztes Jahr echt dann ein bisschen gestresst. Ich wurde an einem Tag so müde, dass ich ziemlich lange gepennt habe und eben so ein Treffen quasi verpennt habe und erst später kam. Und ich möchte mich einfach nicht so an irgendetwas binden in diesem Sinne, sondern ich möchte einfach so, ja, dann so ein Treffen machen, wenn ich eben Bock drauf habe und nicht so irgendwie was Festes. Deswegen, ich werde manchmal in Teil 8 sein, falls ihr nicht wisst, wie ich aussehe, schaut auf Instagram nach. Und ich werde vielleicht nochmal ein neues Pick posten, weil ich war jetzt auch letztens beim Friseur und deswegen sehe ich vielleicht etwas anders aus. Aber ja, auf jeden Fall werde ich da nochmal ein aktuelles Reload-Pick posten, denke ich, falls ich Bock drauf habe. Ansonsten ist da noch eins vom April oder so. Aber ja, wie gesagt, ja, im Friseur, deswegen sehe ich vielleicht etwas anders aus. So, eine 8-Kill-Runde. Ziemlich viel gelabert. Ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus wollte. Einfach ein paar Gamescom-Infos raushauen. Das Video werde ich heute noch uploaden, denke ich, damit ihr, ja, morgen direkt die Info habt, weil morgen ist ja schon Donnerstag, also der Gamescom-Tag. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat und Peace.